Hey Leute, was geht ab? Willkommen zu einem weiteren Let's Play, aber dieses Mal nicht Battlefront 2, sondern das alte Battlefront, nämlich das aus 2015. Und ich habe das früher total gesuchtet und war dann auch dementsprechend gut da drin. Deswegen mal schauen, was wir jetzt hier so reißen können. Und ich habe das Spiel jetzt auch richtig lange nicht mehr gespielt, das ist jetzt die erste Runde, die ich spiele. Ich habe mich vorher nicht eingespielt oder sonst was und deswegen bin ich mal gespannt, wie es so sein wird. Vor allem, weil ich glaube, dass die Gegner das vielleicht regelmäßiger spielen als ich und deswegen eingespielter sind. Und auch einfach, weil ich die Gameplay-Mechaniken von Battlefront 2 gewöhnt bin. Also die Heldenfähigkeiten, das Ganze wegrollen und die manuelle Kühlung und so weiter. Ja, fängt schon mal gut an. Ich muss auch sagen, ich bin überrascht, wie schnell ich ein Spiel gefunden habe. Ich glaube, innerhalb von 15 Sekunden, 20 Sekunden habe ich ein Spiel gefunden. Ich dachte, ich müsste da so mehrere Minuten warten, bis ich da ein halbvolles Spiel gefunden habe. Aber das ging relativ schnell. So, jetzt hauen wir mal. Oder auch nicht. Den Orbital Strike raus. EE3 Blaster ist natürlich am Start. Meiner Meinung nach der beste Blaster hier in dem Spiel. Und natürlich hier die andere Rolle. Da müssen wir diese Sprungrolle machen. Ah, da hinten ist wieder der Sniper. Ja, schreibt doch gerne... Oh, da ist ein Held. Schreibt doch gerne in die Kommentare, ob ihr mehr Videos zu Battlefront 1 haben wollt. Ich hätte auf jeden Fall Bock drauf. Mist. Ja, komm. Ah, schade. Er hat den Orbital Strike kommen sehen. Das ist mein Kill. Geht auch. Ja, ich habe auf jeden Fall Bock, das Spiel zu spielen. Vor allem, wenn man so schnell auch Spiele wiederfindet. Ah ja, und hier muss man ja das, dasselbe Pickup finden, Held werden zu können. Gibt es ja keine Kampfpunkte. Dass man die Waffe nicht manuell durchladen kann, ist echt verwirrend. Da muss ich mich erst dran gewöhnen. Jetzt haben wir Armbrust. Mist. Jetzt bekommen wir schon wieder Orbital Strike. Okay. Zack. Ah ja, man hat ja hier auch diese Traits, diese Merkmale. Ich habe, glaube ich, den Berserker hier ausgerüstet. Das heißt, mein Feuer aus der Hüfte erhöht sich. Und ich glaube, bei 3 Kills oder so, oder auch wenn man Einsatzziel spielt und sowas, dann erhöht sich das. Aber auch jetzt ist er schon ziemlich stark. Zack. Alter, 2 Schüsse reichen ja schon. Oh, shit. Raus hier. Ah, das gute alte Cyclergewehr. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich glaube, ich mache jetzt mal den Orbitalangriff. Oh, da kommt eine Rakete. Ey, aber ich habe... War das gerade derselbe? Habe ich gerade nicht gesehen. Ich glaube, es war derselbe, der mich auch getötet hat.
in die Lava. Kommt auch ein Orbital Strike wieder da vorne, okay. Da ist ein Helden-Pickup. Komm, das schnappen wir uns. Komm schon, ich brauche nur mein Jetpack. Ich brauche nur mein Jetpack. Nice. Jetzt ist die Frage, wen nehmen wir? Bossk ist natürlich immer noch, glaube ich, so OP. Ich hätte Bock auf dich, einen Bossk. Greedo oder Dengar, die sind auch ziemlich gut. Aber ich habe einfach jetzt Bock, hier ein paar Kills zu machen. Ah. Ah, da war ich noch mit Bossk auf dem Todesstern. Das ging ab. Zack. Ich weiß gar nicht, kriegt man hier Leben zurück? Ne, hier kriegt man gar kein Leben zurück, oder? Ich erkenne gar nicht, wer jetzt Feind ist und wer nicht. Das ist ein Feind. Ist da ein Held? Das ist ein irgendein Toter schon. Alter, dieses Aim. Boah, da kommt irgendjemand mit einer Scheiß. Okay, wartet, ich... Nein, 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 nein. Ja, danke für die Heilung. Man kriegt ja gar kein Leben zurück, das hatte ich total vergessen. Weg hier, lauf doch, lauf! Oh. Und man kann sich da noch nicht wegräumen von den Lichtschwertangriffen. Das habe ich gerade die ganze Zeit versucht. Aber klappt natürlich nicht. Also man kann sich zwar wegrollen, aber man kann sich nicht aus dem Schlag wegrollen. Naja, immerhin als Held gespielt. Man findet ja sowieso nicht, eigentlich nicht jedes Match einen Helden-Pickup, es sei denn, man sucht aktiv danach. Ach, diese Blasterkanone. Nein. Schon wieder der Typ mit der Blasterkanone. Nicht schon wieder dir. Doch man kann sich nicht wegrollen. Das ist so ver. Okay. Danke fürs Verstecken, denke ich. Aber warum bin ich hier hinten? Naja. So, jetzt darf ich jetzt auch nochmal hier einen Kill machen, bitte. Er hat einen guten Start, aber jetzt gerade ist ein bisschen eine Durststrecke. Jo. Ah, ich hab ein Power bekommen, cool. Aber ich sage mit den Pickups für Held und für die verschiedenen Fahrzeuge und sowas finde ich das Kampfpunktesystem schon besser vom Battlefront 2. Aber so mit den Pickups finde ich eigentlich ganz lustig, dass man einfach so ein
eine stärkere Waffe kurzzeitig hast. Alter, wie schlecht von mir. Zack. Oh, Berserker Stufe 3, Junge, jetzt kann's abgehen. Wenn ich jetzt nicht sterbe. Ich sehe nichts mehr. Hier ist, hier kommt einer. Noch einer. E4. Weggemacht. So, jetzt läuft's aber wieder. 21:10, ja. Nicht schlecht dafür, dass ich das so lange nicht gespielt habe. Und dafür, dass vermutlich die anderen, gegen die ich hier spiele, das wahrscheinlich schon jetzt immer mal wieder hier spielen und damit generell mehr Spielroutine haben als ich. Denke ich, ist das ganz gut. So, da kommen doch jetzt hier nochmal welche. Oh, da waren... Da ist einer. Tschüss. Nee, du snipest mich hier nicht weg. Erstmal hier hoch. Hallo? Darf ich hier hoch? Danke. Ah, was für ein Ziel von mir. Ja, Mann, gehen wir als Ehrenwache rein. Hier ist keiner, okay. Tschüss. Mist, der kann sich direkt hinterm Stein verstecken. Ey, aber trotzdem getroffen, cool. Mist. Ja, es fühlt sich so erfrischend an, das Spiel hier nochmal zu spielen. Macht richtig Spaß. Da hinten sind jetzt wieder die ganzen Sniper unterwegs. So, hier ist einer. Zack. Hier ist da jetzt irgendwo einer. So, nochmal das Pickup aufheben. Viper sucht durch, okay. Ah, Granate. Stell wieder auf. Da, ah, schon wieder der Typ. Oh, Orbital Strike, weg hier.
Ja gut, das schaffen wir jetzt nicht mehr. Bei zwei Y-Wings. So, kann ich jetzt nochmal Kill haben? Adrenalin-Stim. Wegmachen. Jetzt. Verdammt. Schon wieder der Typ. Okay, der ist sowieso das ist auch erster im gegnerischen Team. Sieg. Ja, 30-16. Vierter Platz, würde ich sagen. Nicht allzu schlecht, dafür, dass ich das Spiel jetzt richtig lange nicht mehr gespielt habe und am Battlefront 2 gewöhnt bin. Ja, mir hat es großen Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß dabei. Und dann sehe ich euch hoffentlich in der nächsten Battlefront 1 Let's Play Folge. Bis zum nächsten Mal.